Servus, grüß euch, da ist einmal wieder der Tom. Und heute geht es einmal wieder ums Aquarium. Das habe ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr hergezeigt. Also das letzte Mal beim Wasserwechsel. Und jetzt wird es einmal wieder Zeit zum Pflanzenschneiden. Ja, müssen wir mal wieder. Hauptsächlich diesen Bereich da in der Mitte. Die Limnias essiflora, die gehört einmal wieder ein bisschen gestutzt. Ich meine, so schaut es ja super aus, also da kannst du jetzt nichts sagen. Super Sache, also so. Aber ich hätte gemeint, dann haben die Fische wieder mehr Schwimmraum. Denen geht es eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt leider nur ein paar Probleme gehabt und das war mit Platis. Wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit drei Platis eingegangen. Und zwar mal wieder an einer Darmkrankheit, dass die dann leider mega geworden sind, nicht mehr gefressen haben. Und dann war es halt leider so, dass wir dann verendet sind. Ja, da kann man leider nichts machen, es ist halt manchmal so. Bei einmal mit meinem Zoohändler drüber geredet, ist halt leider so. Ja gut, jedenfalls geht es darum, dass das heute gestutzt wird da. Und das machen wir dann. Also das ist vorher und das Ergebnis gebe ich bekannt. Jetzt möchte ich nur noch schauen, wie ich das mit dieser Pflanze da mache. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißt, Cryptocurrine irgendeiner Art. Und ich habe die damals leider daher verpflanzt. Ja, das ist ein bisschen zu. Ich habe die daher verpflanzt, weil ich nicht genau gewusst habe, wie die aufgeht. Das war eine einzelne Pflanzen und die ist auch so ein Buschen geworden. Jetzt ist das Problem, ich kann diese Pflanzen nicht rausreißen. Weil wenn ich die rausreiße, die ist ja ziemlich tief drinnen, weil ich habe ja einen Labergrund drinnen. Leiberkies als Untergrund, habe ich ja schon mal gesagt. Ich hätte jetzt vorgehabt, dass es ein bisschen stutzt. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher und das werden wir dann, das sehen wir dann nachher, wie es ausschaut. Gell? Also dann, Servus, bis später.